So, 16 neue E-Mails. Ah ja, stimmt, wir haben ja so viele Frauen angeschrieben. Okay, eine negative Antwort von Princess Renee. Was hat sie denn dann geschrieben? Tut mir leid, aber ich denke, du bist... Wir sind nicht kompatibel. Okay, nächste. Du bist viel zu jung und gesund für mich, okay. Tut mir leid, aber ich denke nicht, dass ich bereit für ein Treffen bin. Nächstes. Versuch... Ach, lieber nicht. Okay. Wah! Ihr geht nein? Hi, du scheinst nett zu sein, aber ich suche mehr als bloß nett, verstehst du? Mir steht das Sinn nach wirklich nett. Okay. Ich bin eine Frau an der Spitze, würdest mich nur runterziehen. Fatz! Was haben wir hier? Milka Bellic. Das ist alles so ziemlich... Nee, das ist alles noch auf Deutsch übersetzt, aber das ist von unserer Mutter. Ah, da tun wir mal zurückschreiben. Kein Problem. Hassan, der vom Schiff hat uns auch geschrieben. Alles klar. Rosy hat uns eine geschrieben. Roman hat uns noch eine geschrieben. So, dann Michelle. Ja, der will uns Hilfe geben. Dein Highschool-Liebe lässt grüßen, fick mich. Ja, da hopp. Gut, wenn es meine Highschool-Liebe ist, dann ist ja alles klar. Okay, hier sind wir bei Love Meet und wir müssen bei Männern suchen. Aber erst gucken wir unser Profil an. Ach, was für ein süßes Bild. Jobs Sugar Daddy, Sexualität homosexuell, körperathletisch. Über mich, ich bin ein verletzlicher Mann, der von großen, starken Armen gehalten werden muss. Ich bin ein Mann, auf den aufgepasst werden muss. Ich möchte erzählt bekommen, dass ich der einzigste Kerl auf der Welt bin. Ich habe den Arsch voller Geld und möchte es mit dem erstbesten Mann, den ich treffe, ausgeben. Hey Mann, ich habe so viele Scheine, dass ich Geld schwimmen könnte. Wenn du mit mir ausgehst, kannst du im Vollen schöpfen. Das ist mein Style. Steht auf, muss starke Arme haben, ausgeprägte Körpermuskeln und Trizeps sind unverzichtbar. Geld, Dollarscheine, Baby. All das Zeug. Männer, die mich in Rechnung zahlen lassen. Schmuck, Körper. Oh ja, das... Lass die Leute doch Testosteron nehmen, solange sie dadurch keine deformierten Eier bekommen. Steht nicht auf deformierte Eier. Leute, die Geld nehmen, sich dann verstecken und glauben, dass sie nie finden würde. Finden wird. Heiße Frauen, Titten, all dieses Hetero-Zeugs. American Next Top Hooker würde ich gerne diese Shows für Cowboys machen, würde ich sie vielleicht gucken. Ah, Rome, du bist ein Idiot. Aber wir müssen mit French Tom ausgehen. So, dann haben wir hier den French Tom, der wurde Booker. Job Abzocker. Sexualität schwul, Körperbau heiß. Über mich süßer, ich werde dir von mir erzählen, wenn wir ausgehen. Wenn ich dir antworte, dann wird es dir auch gefallen, was du siehst, vertrau mir. Aber es könnte auch sein, dass du ein fetter, verzweifelter alter Mann bist, der nur das Essen im Burgershop leisten kann. In diesem Fall wird French Tom nur sagen, Bon Voyage, ich mag Geld und gut ausgeprägte Muskeln. Steht auf, Promis fabelhaft sein, verwöhnt werden beim Musicals mitsingen, das übliche halt. Ich habe gehört, dass viele Leute über diesen neuen Arbeitstrend reden, aber das klingt nicht so, als wäre das was für mich. Ich will nicht lügen, ich will ausgehalten werden. Vermutlich ist es harte Arbeit, mit mir auszugehen, darum solltest du mich dafür auch bezahlen. Es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen. Steht dich auf Leute, die finanziell angeschlagen sind, Mitglieder der Dickbefreiungsbewegung oder hysterisch nicht ansprechbare Menschen. Das sind arme Leute, dicke Leute und lästige Leute. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Wenn du mit mir ausgehen willst, solltest du dementsprechend aussehen und finanziell ausgestattet sein. Okay. Du hast deine Date-Anfrage am Fanschaum geschickt. Lock dich jetzt aus. Du bist ja immer noch am Leben! Stop crying and stay down. So, jetzt darfst du auf meinem PC sitzen.
Nicht runterlegen, aufstehen! Du hast mit deinem Kopf einen Schlag voll noch in die Wand gemacht. Alter, er sollte es gelernt haben. Lil Jacob, Mist, ich bin immer noch sauer auf diesen Hundesohn Dimitri. Alles klar. Das sagt nur, ach, du sollst dich doch merken, wenn du mal Zeit hast, mein Freund. Ach, natürlich. Irgendwann mal. Roman's cousin, it's ist good to was? See you again. Yeah, good to see you. It's Nico, by the way. It's good to see you! Das sollte sie nicht überlebt haben. Schnell weg hier! Ja, wir haben keine Aufklärung, wir sind mal im Stuhl. Auf Pharma hat man auch ein Arbeit. Nein, das hab ich Dialog weggedrückt. Neues Projekt anfangen. Sag mal, das ist doch nicht normal. Das ist wieder ein... Ja doch, eigentlich ist es doch schon normal. Ich werde schon wieder, mitten in der Aufnahme, 10.000 Mal von irgendwelchen Leuten angeschrieben, die den ganzen Tag nichts mit mir zu tun haben wollen. Jetzt wollen es alle wieder mit mir schreiben. Ich bin so auf. Scheiß, Mann. Musik, ist mich. Ah, check deine E-Mails. Ich habe Arbeit für dich erlaubt. Ich habe aber keinen Bock auf deine Arbeit. So, dann fahren wir mal los. Zu Elisabeth. Zu der Ellie Battle. Erlaub. Let's do it. That's very kind of you. So, sieh mal. Wohnt auch in diesem Wohngebiet, wie es aussieht. Und Lil Jacob ruft an, was geht? Yo, I would do his business, yo. They could just go at a strip club or something. Nein. I'd enjoy that, but I'm in the middle of something. Okay, a bad boy, just climb on here sometime. Yo, stop screwing with my mind. Lil Jacob ist nun ein Freund. Yay. Was ist? Ist ja was unangenehm? Bloß dich aus den Latschen kippen. Das ist alles klar. Mierda, soy puro nervio. Anna Hopp, Luck of the Irish. Okay. So I said, if that's the way you want it, amigo, then that's what you're gonna get. And that's your humor. Fucking punk. Oh, hey, ¿cómo hey, estás? Hey, wait, espera. Jorge, he's with me. Liz, this is Nico, Roman's cousin. And Nico, this is Elisabetta. Hey. She's an old friend. She'll get you some work. Okay, thank you, Ma. So, tough guy.
You know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. True! Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. Hey. So, Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. Buena suerte. So, he seems okay. Oh, he's totally cool. Yeah, he's like family. Elisabetta mit den 99 Doppel-Z. Where are we going? I got this meeting over on Joylet Street. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Wir gehen jetzt zum Gebäude in South Bohan, Mama. Brauche ich mein Auto, ne? Ich verwagen nicht unbedingt. Das sind aber auch über Polizisten. So verarschen, der hat mich angeschossen. Das ist meine Schuld. Ja, ich muss mal den Überblick über die Zeit, wo er macht, ne? Was? Eigentlich. Let's kick things off right now, man. Here's that Swiss Beast joint. It's called Top Down. It's the finish of Mr. C. Mix it live on the beat. Let's get it cracking. Geh aufs Dach und hol das Präzisionsgewehr. Mach mal. Aber ein Schnippergewehr, das ist doch auch mal was Schönes, ne? Hallo, hopp, da ist es. Machen wir mal weiter. Jo. Machen wir's. Peck und sein Partner sind angekommen. Überwache das Treffen mit dem Präzisionsgewehr. Ja, natürlich. Ich bin so ein schlechter Sniper. Und sein Buddy hat auch überlebt. Er hat den Bauch gefüllt, Scheiße, Peggy! Hallo. Those dealers double-crossed your boy. But I managed to keep him alive. Monami was right about you. You are good.
Ja, schaffen wir den Parkoursprung? YOLO! Natürlich haben wir es nicht geschafft, wir haben aber mit dem Arm berührt! Naja. Sonst nichts ist, ne? Jo, der Schimmer! Wow! Dafür nimmst du mich jetzt mit deinem Taxi. Yellow Car! Yo! Das war ein Zeichen. Aber wir haben noch eine SMS. Nico, hast du schon was von deinem Freund gehört? Geh doch ins SWAT, Internet-KW und check deine E-Mails. Also, machen wir dann auch. Aber jetzt erstmal wieder Elisabeth-Missionen. Was geht? Get out of my way. Gut. Blow your cover. Hallo, bringe Playboy zum Apartment des Kontakts. Oh, da fährt ein Hammer. Alles klar, in gelb. Oh, wiedersehen. Ey, hopp. Griff halten, einsteigen! Alter, bist du besser? Junge! Los! Das ganz Dark Side. Das gibt's doch nicht.